So, okay. Wir gehen weiterbauen, wir gehen weiterbauen. Und zwar sind wir nochmal stehen geblieben. Ja, am Block, den wir jetzt hier abbauen müssen. Wir sind stehen geblieben da, wo wir Dingens machen wollten. Ja, wir haben über einen See rüber gebaut, richtig. Boah, ich vergesse aber Sachen übel schnell. Mein Gott, das geht ja echt nicht. Ja, wir haben über einen See rüber gebaut und dann. Ah ja, richtig, oh Mann, wir haben dann einen neuen Baum gefunden. Zwar einen Baum, der aus zwei Bäumen besteht. Das kommt mir so vor, weil der Baum so groß ist. Und da könnte man was Anständiges an vielleicht bauen. So, vielleicht machen wir schon mal hier so mit den Sicherungsrändern. Nee. Nee, 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 nee. Ja, und das so. Nö, 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 nö. Wir machen das so. Zack. Sieht doch ganz gut aus. So, so, so. Machen das so, bauen ein bisschen nach. Ach, verdammt, wir wollten es ja aus hellem Holz ausprobieren. So, die andere Seite bauen wir aus hellem Holz. Und testen das einmal aus, wie es denn aussieht überhaupt. Sieht es denn gut aus? Wir haben ja so viele Holzarten. Alle, die es gibt hier im Spiel. Da wir jetzt ja auch mittlerweile Truppenholz haben. So, und sowas hier. Was sieht besser aus? Links oder rechts? Rechts! Oder, wenn man will, links oder rechts? Links! Ich weiß gar nicht. Sieht helles Holz besser aus oder normales Holz? Das würde ich euch gerne eigentlich abstimmen lassen. Ja, sagen wir mal, bis zur nächsten Aufnahme könnt ihr dann halt abstimmen, weil. Was euch besser gefällt, helles oder eher normales Holz oder auch gemischt. Ich kann natürlich eine Seite helles Holz, andere Seite normales Holz machen. Das geht natürlich alles auch. Schreibt es einfach in die Kommentare. So, also in der nächsten Aufnahme werde ich das dann halt auf alles anwenden. Ich denke, dann werde ich auch die Sicherungsseiten bauen, weil hier ist schon etwas gefährlicher, immer so hier herumzurennen. Ja, damit man auch da gesichert ist. Und hier, ja, müsste ich das ja noch umbauen, aber das wäre natürlich nicht so schlimm. Ist ja nur ein bisschen. So, hier haben wir schon mal angefangen zu bauen. So, eventuell. Boah, sind da viele Bäume. Hier so, boah, so viele Bäume beieinander. Boah, hier raus könnten wir so einen riesigen Baum machen. Boah, warte mal kurz, ich muss mir hier so ein bisschen rüber jumpen. Und abchecken, wie es denn da so genau ausprobiert. Boah, lalala, der Zahnstyle. So, boah, hier sieht es übelst geil aus. Guck mal, alles hier verbunden. Boah, hier raus könnte man so ein riesiges Baumhaus machen. Boah, das wäre echt geil. Boah, 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 das geht hier alles hier so hart connected. Hier alles, das sieht echt gut aus. Und nirgendwo Mammutbäume, das ist echt schade. Normalerweise findet man die ohne Ende, aber jetzt irgendwie gar nicht. Das ist etwas blöd. Ja. Wenn nicht zumindest. So, gehen wir mal wieder zurück. Na, 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 na. Und dann bauen wir einmal hier so weiter. So, hier geht's runter. Ach, schade, das da müssen wir leider entfernen. So, hier unten. Ich weiß nicht, ob. Ne, okay, da ist noch was. Weil wir müssen hier noch so ein Treppchen hinklatschen. So, perfekt. Weil hier geht es noch etwas weiter runter. So. Okay, dann sind wir eigentlich schon fast ganz unten angelangt. Oh, hier ist noch. Nein, nein, nein. Fuck. Ich denke, die Bäume verschwinden. Ich mag das gar nicht. Oder beziehungsweise die Blätter. So, machen wir es mal so. Sicherheitshalber, damit hier bloß nichts verschwindet. Kein Blätter. Zack, und dann machen wir auch nochmal. Zack, ja, wir können das eigentlich hier schon alles abbauen. Das geht ja alles weg. So. Oder wir machen hier schon Ende, damit man immer hier durchs Baumhaus muss. Das könnte man auch machen. So, hier müssen wir das auch mal zumachen. Wenn wir hier so einen Half-Slab machen, da kommt man hier nicht durch, leider. Leider, leider, leider. Das heißt, hier muss alles offen. Oder wir machen das so. Wir das hier so machen. Und dann machen wir das so zu. Zack, zack und zack. Nein, hier geht es natürlich nicht.
Oh, aber ach, da oben sind eh schon Blätter. Perfekt. Wir können das so machen. Da geht es so in diese Richtung. Oh, scheiße. Hier ist hier gar kein Baum mehr. Ah, hier geht der Baum. Ach, weiter. Oh, scheiße. Hier können wir ein bisschen aushöhlen. So ein bisschen entfernen. Chop, chop, chop. Chop, chop, chop. Verdammt, wir haben ja auch keine Baumstämme mehr. Außer hier ein paar. Und das reicht anscheinend auch gar nicht. Wie machen wir das genau? Da, den. Hier könnten wir das theoretischerweise entfernen. Hier die Blätter. Diese Blätter wäre es nicht so schlau zu entfernen. Das hier müssten wir auch theoretischerweise entfernen, dieses eine Blatt, weil wir müssen jedes Blatt berechnen, ob wir es entfernen sollen oder nicht, da wir halt nicht so viel halt sozusagen Freiraum hier haben. Falls wir das ja so hier so hinklatschen, dann könnte man theoretischerweise auch nach da oben, falls wir diese Blätter hier entfernen, könnte man dort nach oben gehen. Die Blätter müssen wir so oder so entfernen. Leider. Haben wir ein Crafting Table? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir craften uns ein Crafting Table aus Helmholz, da wir das normale Holz brauchen. Scheiße, wir haben kein Crafting Table. 3 Stück, alles klar. So, da haben wir so, zack. Okay, da haben wir ein paar neue Treppchens. Ich denke, das hier entfernen wir und bauen das weiter. Boah, ich will das gar nicht entfernen. Wir müssen uns erstmal hier mit was überlegen. Ich denke, wir müssen das hier so hier entfernen. Wir machen da kurz ein Plätzchen frei, damit wir das alles schnell machen, damit die Blätter bloß nicht verschwinden. So, das entfernen wir einmal. So, machen das da so rein. Und den Baumstamm entfernen wir auch einmal. Okay, sollte alles ganz gut sein. Ja. Hier lassen wir das mal offen. Sieht ganz gut aus. Lassen wir es erstmal offen. Hier lassen wir es so. Dann kann man hier so nach rechts gehen. Das müssen wir entfernen. Dann geht man hier so rein. Das hier müssen wir dann auch theoretischerweise entfernen, falls man hier weitergehen will. So. Okay, damit man auch da so reingehen kann. In den nächsten Baum. Damit man da auch weitergehen kann. So, das heißt, wir entfernen auch das dort oben. Oder? Müssen wir das entfernen? Doch, müssen wir. Müssen wir leider entfernen. So, das Holz haben wir entfernt. Und diese Blätter hier auch. Dann sind wir halt im Baum hier drin. Und dann bauen wir das hier alles ab. So. Hier müssen wir das hier so zumachen. Damit hier bloß kein Loch entsteht. So. So. Okay, dann haben wir das hier zugemacht. Theoretischerweise sieht das hier scheiße aus. Ja, das hier müssen wir entfernen, leider. So, ja. Boah, gefällt mir irgendwie gar nicht, wenn wir das so machen. Nee. Sieht auch scheiße aus. Schade. Schade, müssen wir alles hier erst entfernen. Gefällt mir irgendwie alles nicht. Aber was soll's, lassen wir es auf jeden Fall so. Das mit dem Dach hier, so Überdachung, können wir uns noch was anderes überlegen. Hier geht's dann auf jeden Fall nochmal hier so nach hier, oder? Oder geht's sofort nach links? Durchweise wären, weil ich möchte hier gerne so eine große Basis aufbauen. So eine große Baumhaus-Connection-Basis, so eine große Basis. Oder hier in die Mitte bauen wir dann den riesigen Baum. Dafür bräuchten wir aber 4 große Saplings. Truppenholz-Saplings. Ich denke, wir besorgen die uns einmal schon mal. Und suchen uns dort in der Mitte mal ein gutes Plätzchen heraus. Machen wir auf jeden Fall mal, denke ich. Ist, denke ich, auch mal eine sehr gute Idee. Und dafür müssen wir aber einmal zurück, um dann uns halt Dinge zu besorgen. Truppenholz-Saplings. Und ich denke, wir gehen erstmal schlafen. Und danach gehen wir zurück. Wir besorgen uns Truppenholz-Saplings und kehren dann wieder zurück. Und passen uns dann halt dort alles an. Wie es dann halt alles sein soll. So, Sonne, du gehst unter. Ich denke, wir könnten dann sofort jetzt schlafen gehen, falls wir jetzt sofort ins Bettchen uns begeben würden. Was wir jetzt auch machen werden, natürlich. Ja. Das wäre dann natürlich alles perfekt. Genau, in dem Moment muss ich auch trinken, alles klar. wo ich die Tür aufmachen muss, ja.
So, du, es wird schon langsam dunkel. Nein! Junge, wird dunkel. Komm, da ist so schon der Sonnenuntergang. Dann betrachten wir uns den Sonnenuntergang. Ja, oh, shit, Alter, boah, das dicke Ding hier. Das ist zwar im Weg beim Sonnenuntergang, aber wir können es ja noch, boah, da sehe ich ein dickes Bild, boah. Diese Baustelle sieht natürlich jetzt nicht so bossig aus, dass sie die ganzen Bäume müssten wir dann auch entfernen oder hier noch was anderes hinklatschen. Hier könnten wir noch etwas hinklatschen. Auf jeden Fall sieht das schon eigentlich gar nicht einmal so schlecht aus. Diese ganze Monster-Arena. Ich denke, die Arena ist größer als die. Kommt mir so vor. Keine Ahnung. Vielleicht täusche ich mich auch einfach nur. Kam mir so vor, dass die linke größer war als die rechte. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nachgezählt haben wir. Wer weiß. So, da gehen wir einmal Dingens besorgen, Tropenholz, Saplings, um, also 4 Stück nehmen wir uns da halt, damit wir dort halt abchecken können, wie wir das dort halt alles machen. Hallo Schafe. Mäh, mäh, mäh. Hallo. Die Kühe, ich höre kein Mu. Hallo? Ja, die wollen mich halt nicht begrüßen, die mögen mich nicht, weil ich sie immer so hart schlachte. Schlacht, Schlacht! Okay, oh, ich weiß gar nicht, ob wir den richtigen Weg genommen haben, dorthin. Weil ich wollte jetzt einfach mal die U-Bahn nehmen. Ich habe eine Spinne gehört. Irgendwo. Ja. Rein darunter. Schade, wieder alles stehen geblieben. Da ist ein Creeper. Bogen. Nicht getroffen, Alter. Wow, One Hit. Boah, das war geil. Oh, nee, die Minen fahren immer noch. Oh. Warte. Die Minenkarren fahren ja immer noch. Hä? What's up, Digga? Ohne Shit, die fahren ja immer noch. Oh, steigen wir auf jeden Fall in diesen Minenkarren. Nein, nein, Minenkarren verfolgt uns. Ah, hinten, schnell weg hier. Cool, die fahren doch immer noch. Habe ich jetzt echt nicht erwartet, dass die Minenkarren immer noch fahren. Aber sie sind echt gefahren. Ich habe gedacht, der eine Minenkarren, den ich gesehen habe, der war am Stehen. Aber das war wohl nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ja. Kann mich auch natürlich täuschen. Also optische Täuschung. Minkan, dort sollten Minkan stehen. Nee, doch nicht. Hier stehen auch keine Minkan. Cool. Die waren doch hier am Fahren. Okay. Vielleicht klappt es doch mit den fahrenden Minkarren, wie ich es mir gewünscht habe. Ja. Aber ich hatte kein Vertrauen darin, deswegen bin ich auf die Gleisen gerannt, um einen Minkan abzuschnappen, sozusagen. Oder vielleicht hat der Creeper einen guten Job geleistet und halt beschleunigt. So, Tropenholz. Dich baue ich ab. Tropenbaum. Und hoffe, dass du mir ein paar Saplings rausspuckst. Ich pflanze wieder an. Lass Tropenholz, Saplings, knacken. Komm. Komm, täusch mich nicht. Baum. Ich habe dich nicht umsonst angepflanzt. Komm schon. Sei nicht so. Ich weiß so, dass du es hier machen willst. Komm schon. Nein. Da war was. Ja. Oh, 8 Saplings. Boah, wir haben mehr als einen bekommen. Cool. Wir hatten hier 7. Jetzt haben wir 8. Obwohl wir einen hingepflanzt haben. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, der andere Baum ist auch gewachsen. Bauen wir auch nochmal ab. Und wir bräuchten einen dunklen Holzbaum auch. Nam, 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 nam. Ja, hat gereicht. Wir brauchen nur einen dunklen Holzbaum. Dunkles Holzbaum, ja. Einen Fichtenbaum. Nam, 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 nam. Das hier geht alle Hüsse weg. So, ne. Boah, wie groß ist der denn? Mein Gott, ich habe nicht erwartet, dass er so groß sein wird, der Baum. Bisschen groß geraten. So, hier müssen wir dann theoretisch auch alles abbauen, alle Blätter. Aber wir kommen da nicht über. Oh, da sehe ich einen Sapling. Danke. Kaching. Gib mir mehr. Gib mir mehr. Enttäusch mich nicht. Guter Baum. Lalalala. So, ja, ich denke, ja, mehr kommt auch nicht raus, leider. Ich finde das irgendwie voll gut, wenn die Blätter hier so zerspringen, da kommen so ganz viele Partikel raus. Finde ich irgendwie übelst geil. So, wir brauchen 4 Setzlinge auf jeden Fall. Wir brauchen auch noch ein paar Knochen. Ab zurück. Oh, haben wir eigentlich.
Ja, das hier dabei brauchen wir nicht. So, scheiße. Egal. Ich wollte es eigentlich ins Wasser reinwerfen, ging aber nicht leider. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben jetzt die U-Bahn nicht. Wir haben jetzt zurück nicht die U-Bahn genommen. Weil wir theoretischerweise auch hier so rüber swimmen können. Miau. Und zwar denke ich mal schneller, als wenn wir zu Fuß sind. Ach ja, wir nehmen Abkürzungen ohne Ende, wo wir so schöne Brücken haben und so weiter und so fort. Aber da wir dieses ganze Wasserläufer-Ding haben, sind wir halt jetzt schneller auf Wasser als auf Land. Wir werden langsam zu Wasserbewohnern, ja. Wir müssen jetzt anfangen, uns Kiemen auszubilden, genau wie Fische. Dann werden wir halt zu Fischen. Was ist Seife? Ach ja, ich erinnere mich nur an SpongeBob. Meine Kindheit bestand nur aus SpongeBob. Nein, war nur Witz, ich habe auch anders geguckt, aber trotzdem. SpongeBob war ein wichtiger Teil und SpongeBob bleibt auch immer ein wichtiger Teil in meinem Herzen. Also wir nehmen auch 64 noch mit, je nachdem wie viel wir brauchen. Also mittlerweile braucht man mehr als nur einen einzelnen Knochen, beziehungsweise Knochenmehl. Ich muss das noch verkraften, um einen Baum groß werden zu lassen oder irgendwie Getreide. Vorher reicht ja einfach einmal, zack, Knochenmehl, Bären schon ausgewachsen. Das war voll cheatig, jetzt brauchen wir voll viel davon. Damit man halt etwas auswachsen lassen kann. So, gehen wir mal oben hoch. Kann man Tiere auswachsen lassen? Schwere Frage. Lass mal ausprobieren. Hey, Pferd, möchtest du Knochenmehl? Ja, ich möchte Knochenmehl. Ja, ist klar. So, da müssen wir uns jetzt einen Platz suchen, wo wir auf jeden Fall diesen geilen Baum reinklatschen können. Aber da müssen wir auch noch irgendwie so einen Aufzug machen. Ja, gehen wir einmal runter hier. Oder so. So, irgendwo hier so dick in der Mitte. Hier ist irgendwo dick die Mitte. Und zwar hier, denke ich. Irgendwo hier. Hier sollte irgendwie die Mitte sein. Ich denke, wir nehmen einfach mal das Loch hier so als Mitte. Und zwar nehmen wir das als linke Ecke oder so. Oder als rechte Ecke, keine Ahnung. Je nachdem, wo man schaut. Dann machen wir das hier so mitten rein. Zap. Ich hoffe doch, dass klappt, wie ich es mir gedacht habe. Ah! 1, 2, Erde. 3, 4. So, haben wir schon mal gemacht. Und dann brauchen wir ganz viel Knochenmehl. Ich hoffe doch, dass es klappt. Oh, so viel. Wachse, hab ich gesagt! Ich hab gesagt, wachse, verfickte Scheiße! Du dumme Bitch! Hallo? Hä? Hast du überhaupt Bock zu wachsen? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Vielleicht müssen wir jedes Einzelne hier zum Wachsen animieren. Komm, wachse. Verdammt, von der anderen Seite kommen wir. Auf jeden Fall möchte ich gar keine Blätter hier wegpusten, weghauen. Und jedes Blatt ist teuer. Shit, da kommen wir ja leider nicht ran. Da müssen wir wohl hier ein bisschen Erde abbauen. So, komm, wachse, komm schon. Es will nicht wachsen. So, wir haben schon mal hier 2 Stacks Knochenmehl verbraten. Es will einfach nicht wachsen. Die dumme Bitch will nicht wachsen. Sehr komisch, sehr, sehr komisch. Eventuell reicht einfach der Platz nicht aus. Vielleicht braucht es irgendwie umliegenden Platz, keine Ahnung was, Dinger. Ja, dann klatschen wir einfach mal hier so rein. So, hier muss aber doch wachsen, bitte. Vielleicht war es dort auch einfach zu dunkel. So, hier muss aber wachsen. So, komm schon. Ja, da ist es gewachsen. Da seht ihr, was ich wollte. Bäm, das dicke Ding. Das dicke Ding. Mit ganz vielen Lernen. Und zwar, man kann hier so hochklettern. Miau. Nein, aua. Ich will Tarzan-Style. So, jetzt müssen wir jetzt so rüber jumpen. Komm schon. Komm schon. Ich will hoch. Lass mich hoch. Hä? Geht's nicht hoch? Schade, man kann echt nicht hoch. Schade, ich möchte dort hoch und ich will ganz nach oben, aber leider geht das nicht. Schade, echt schade. Ich hab gedacht mal. Oh, aber hier. Ich kann nach ganz oben. Nein, komm schon. So über Kreuz. Hier so an der Seite. Nein, hier an der. Fast runtergefallen.
Schade, man kann dann leider nicht ganz nach oben. Vielleicht hier. Nein, lass mich hoch. Aua. Aber hier. Boah, hier sieht es echt nice aus. Jetzt hier. Ja, wir sind ganz oben. Juhu. Oh, hier runter zu fallen tut aber weh, bestimmt. Langsam abfallen lassen. Okay, also wir kommen doch bis nach ganz oben. Okay, so, sowas möchte ich gerne haben. Und dort oben wird dann halt die Villa sein. Ja, da müssen wir erstmal hinkommen. Die machen wir auf jeden Fall hier so drumherum, so dicke Connections, keine Ahnung was. Und dann so einen dicken Hochgang mit so ganz vielen Treppchens. Ja, deshalb bauen wir uns Connection. Und da müssen wir erstmal bis dorthin alles hinbauen. Scheiße, es wird wieder Nacht. Boah, wie schnell es auch Nacht wird. Also mir kommt so vor, 24/7 Nacht. Hier in Minecraft oder das, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nicht die ganze so fein. Ne? Auf jeden Fall haben wir da verkackt, ganz viel Knochenmehl verbraten. Wir haben auch genug Knochen, also das war jetzt kein großes Problem. Schade, dass nicht irgendwie, falls es nicht klappt, dass es dann einfach, dass man da drauf, einfach kein Dingens anwenden kann, einfach kein Knochenmehl. Dass man einfach sagt, nö. Du kannst halt nicht anwenden, dass dann nicht, dass man nicht einfach Knochenmehl verbraucht. Das finde ich eigentlich natürlich nicht so toll. Hm? Dass man dann vielleicht irgendwie so viele, ganz, ganz viele Stacks verbrät und am Ende merkt, scheiße, es klappt doch nicht. Oh ja, scheiße, wir hatten hier nur ganz viel Knochenmehl, haben wir aber verkackt. Leider, leider, leider. Ich lege mal hier noch ein bisschen Quarzidachzi raus. Hier so. Dann haben wir ein paar gemeißelten Quarzblock, dass ich das raus. Holz haben wir ganz viel dabei. Ja, ein Schwert. Schau, wir haben noch eine Schaufel. Okay. So, Spitzhacke. Eine ganz gute Haltbarkeit und Effizienz und Glück. Alles ganz fein. Das können wir noch stapeln. Boah, wir haben ungestapelte Sachen. Das geht. Oh, wir haben noch eine Eisenspitzhacke. Sieht echt nice aus. Nehmen wir mal zurück. Wir sollten mal ein paar Diamanten wieder snacken, weil wir haben, denke ich mal, nicht mehr so viel. Viele übrig. Ich habe Creeper gesehen, da draußen zwei Stück. Das ist nicht so nice, um ehrlich zu sein. Schade, ich habe da nichts ausgeleuchtet auf der Seite da. Da. Im Park. Und deswegen sind dort ganz viele Creeper. So, gehen wir auf jeden Fall mal einmal eine Runde schlafen.